Ihr Lieben, im Vorgespräch zu unserer Sendung sagte mir mein nächster Gast, Uwe, wenn ich auf die Bühne komme, dann schlüpfe ich dafür nicht in eine Rolle. Das bin immer ich. Egal, was ich singe oder sage, das entspringt meiner inneren Überzeugung, das ist meine Sicht auf die Dinge. Und ich befürchte fast, genau das ist der Grund, warum wir ihn hier so lieben. Und Sie werden es gleich an der Lautstärke des Applauses bemerken. Meine Damen und Herren, Christoph Brüske! Wunderbar, hello zusammen. Geht's euch gut? Oh Mann, ist das nicht heute ein wunderbarer Karnevalsdienstag? Und es gibt nur gute Nachrichten in unserem Land. Die Fußballherren haben sich für die Europameisterschaft im eigenen Land qualifiziert. Ist das nicht toll? Jesus, oder besser sagt man ja, Nagelsmann, super. Und das Tolle, das freut mich persönlich besonders, Cannabis ist jetzt legal. Ja! Cannabis ist legal. Ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass das Zeug illegal ist. Ganz ehrlich, ich bin noch nie unbekifft auf eine Bühne gegangen. Aber ich finde das toll. Über alles wird in Berlin gestritten. Aber Cannabis ist legal. Wahrscheinlich hat sich die Ampelregierung gedacht, die Wählerinnen und Wähler sind etwas beruhigter, wenn man Gras über die Sache wachsen lässt. Ja. Ich finde ja auch Kokain sollte legalisiert werden. Ja, da würde die Regierung ihrer Linie treu bleiben. Macht Kokain legal, das wäre das erste Gesetz, wo die Leute einverstanden sind, aber trotzdem die Nase voll haben. Ich mache mir nur ein bisschen persönlich Sorgen um den Bildungsstandort Deutschland. Hab das auch gelesen, ein Fünftel der Viertklässler in Deutschland hat keine grundlegenden Kenntnisse mehr in Lesen, Schreiben und Rechnen. Jeder Fünfte, wenn das so weitergeht, wird es bald jeder Sechste sein. Ja! Und die schlappe Reaktion auf diesen Gag zeigt, dass die Zahlen noch untertrieben sind. Aber was sich mittlerweile im Unterricht abspielt. Da wurde ein Schüler in Westfalen gefragt, was sind die Nachbarstädte von Dortmund? Was hat er geantwortet? Polen und Holland. Leute, wenn das so weitergeht, wird man irgendwann einen der schönsten Witze über das Ruhrgebiet gar nicht mehr verstehen, der da lautet, hey, deine Zähne sind wie Duisburg und Gelsenkirchen. Hä? Ja, da ist noch Essen dazwischen. Die jungen Leute an Tisch 1 verstehen den Gag nicht, aber es ist ein anderes Thema. Oder Religionskenntnisse. Da wurde ein Schüler gefragt, wer schrieb das Evangelium? Antwort, Lothar Matthäus. Wo doch jeder weiß, dass das Lukas Podolski war. Oder Geschichtsunterricht. Wie ging der spanische Bürgerkrieg aus? Antwort 3:1. Nee, da frage ich mich wirklich, Leute, wer kann uns aus diesem Schlamassel rausholen in Deutschland? Es gäbe da ja mittlerweile eine selbsternannte Retterin. Der roten Wagenknecht sitzt sich beim Bündnis vorn. Ich brauch kein Richard David Brecht, Sarah stoß für uns ins Horn. Impfen, Flüchtling und Krieger, das hat sie nie gewollt. Und sollte ihr eh
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kann es sein, dass alles teurer geworden ist? Kann es sein? Alles teurer. Die sagen zwar immer, die Inflation ist abgemildert, aber so milde finde ich die Preise nicht. Überlegt mal, was war das früher schön? Früher, da bist du mit 10 Mark ins Geschäft. Mit 10 Mark rauskamst du mit einem belegten Brötchen, mit Snacks, mit einer Zeitung, mit Kippen. Heute geht das nicht. Heute stehen da überall Kameras. Hört mir auf. Und immer dieser Satz, wir hätten keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Den Satz habt ihr alle bestimmt schon mal live gehört. In Deutschland darfst du ja nicht mehr sagen, was du denkst. Wirklich? Ich finde eher, das Gegenteil ist der Fall. In Deutschland darfst du sogar etwas sagen, wenn du nicht denkst. Und wenn die Leute nicht gereizt sind, da sind sie am Jammern. Und den Klassiker der Jammerei, den habe ich mittlerweile dreimal die Woche bei mir auf der Terrasse sitzen. Da bekommt meine Tochter Besuch von ihrer neuen besten Freundin. Und die ist nur am Krakeelen, nur am Jammern. Letztens hat sie geschimpft über ihr Praktikum. Sag ich, was ist denn daran so schlimm? Ja, ich muss den ganzen Tag Kaffee kochen. Ja, ich sag, wo bist du denn? Ja, bei Starbucks. Oder einmal wollte sie auf vegane Ernährung umstellen und hat mich allen Ernstes gefragt, ob sie dann noch Walnüsse essen dürfe, weil die seien doch vom Fisch. Da habe ich mich dann zusammengerissen, habe ich gesagt, hör mal zu, du düstere Kerze von der Torte. Abgesehen davon, dass das ein Säugetier ist, glaub es mir bitte, die Nüsse vom Wal willst du nicht in den Mund nehmen. Nee, alle sind sie nur am Jammern. Dabei gibt's doch auch Gründe zum Feiern. Der Karneval, das ist doch Brauchtum, damit wir feiern können. Und auch private Anlässe sind schön. Ich finde ja, jedes Paar in Deutschland, das sich liebt, über 18 ist und für die Zuschauer aus der Eifel nicht miteinander verwandt ist, soll heiraten dürfen, soll diese Erfahrung machen. Es gibt eine wunderbare Geschichte aus dem Jiddischen. Da kommt ein junger Mann zum Rabbi und sagt, Rabbi, was muss ich tun, um ewig zu leben? Heirate, mein Sohn, heirate. Und dann kann ich ewig leben? Nicht direkt, aber der Drang danach ist nicht mehr so stark. Ich finde das wunderbar. Auch die ganzen Geschichten. Die Frau beim Arzt, die sagt, Herr Doktor, ich habe einen Geldschein verschluckt und auf dem Klo kommen hinten Münzen raus. Was ist das? Ja, sagt der Arzt, die Wechseljahre. Wisst ihr, ich freue mich immer so, nach Münster kommen zu dürfen. Da habe ich auch eine Geschichte, ein Freund von mir, der hat jetzt einen Job als Fernfahrer und der fährt jeden Tag in der Woche mit seinem LKW von Köln nach Bremen. Jeden Tag von Bremen und dann wieder zurück. Und jetzt, wo er Vater wurde und seine Tochter zur Welt kam, hat er sie liebevoll Lotte Osnabrück genannt. Ist das nicht wunderbar? Nein, ich liebe den westfälischen Karneval. Aber wisst ihr, meine rheinischen Freunde, so im Raum Köln, Bonn, die finden immer ein Haar in der Suppe. Und wenn die die Ausstrahlung sehen am Karnevalsdienstag, dann stellen die mir immer eine Frage. Und über die meistgestellte Frage meiner rheinischen Freunde habe ich ein Lied geschrieben. Ich sag nur Disco Fox. Du solltest nicht allein nach Westfalen gehen. Du solltest nicht einsam in Münster stehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht
So einen Blödsinn höre ich schon als kleines Kind. Du solltest nicht in Dortmund eine Runde drehen und deiner Frau doch heiß in die Augen sehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht, wie kleinlich doch viele Menschen im Rheinland sind. Warum hast du Hellau gesagt? Du bist doch nicht von hier. Wurde dir Allah nicht beigebracht oder bezahlt man's dir? Warum hast du Hellau gesagt? Ich lieb den Karneval, da ist der Gruß doch ganz egal. Wir feiern längst global. Du solltest nicht lachen bei Pilz und Korn. Du solltest nicht nach Detmold und Paderborn. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Ach, wisst ihr was, diese Freiheit, die nehm ich mir. Ich sah wirklich schon alles, doch Enz und Lippe machte süchtig nach mir. Macht selbst den Test und folgt mir bitte sehr. Warum hast du Hellau gesagt? Du bist doch nicht von hier. Wurde dir Allah nicht beigebracht oder bezahlt man's dir? Warum hast du Hellau gesagt? Ich lieb den Karneval, da ist der Gruß doch ganz egal. Wir feiern längst global und jetzt hier alle. Warum hast du Hellau gesagt? Ich lieb den Karneval, da ist der Gruß doch ganz egal. Wir feiern längst global, deshalb hab ich Hellau gesagt. Hans-Josef Piepenbrock und die Westfalia Mitte! Ja! Dankeschön! Die Umarmung habt ihr euch verdient. Und ich fürchte fast, du hast ja auch eine Rakete verdient. Seid ihr bereit? Ja! Stufe 1!